Jetzt hat er richtig geschlüsselt. Das sieht gleich aus. Ja, wenn er vom Gas runter geht, ist es aus. Ich sag nur, der kriegt. Wo ist der Gas? Nicht so viel Gas, wenn er sich gut hat. Ich weiß immer lieber ein, weil der ist hier. Und wieder ausgegangen. Der hat vorhin immer viel Sprit, gell? Und wieder aus. Max, denn du? Jetzt ist der Sprit leer. Wenn jetzt der Sprit alle ist, du Vogel. Jetzt ist der Sprit leer. Scheiße! Schieben! Schieben, du Trottel! Schieben! Nö! Was schieben? Das, echt mal! Warte mal! Gib einfach mal Vollgas und. Mach ich, mach ich! Halten! Klingt ja doch gut! Und wieder ausgegangen. Jetzt ist es wirklich kaputt. Echt? Meine Güte. Nicht anlassen, hallo, hallo. Mach ich. Wow. Wow. Hey, der qualmt ganz schön. Boah. Boah. Stinkt wie die Beste, Alter. So, Donald. Auf einfach auf die Scheibe hinten aufhauen. Das haben wir beim Touring auch gemacht. Hey, was ist denn hier? Eine halbe Zehner, Bruder. Schön eingenommen, Alter. Das war echt Spaß. Das sind Zehner. Ja, genau, so ein Getränk wollte ich dann auch noch. Was für ein Getränk? Na, was denn für Getränk? Die Wischwasserdüsen habt ihr schon mal abgelassen? Das ist schön. Alter, LKW schloss, geht mir die Ratte. Gut, sind wir ein scheiß Blei. Ich hab die kleine Kanone nicht festgezogen. Zum Mal, da haben wir zwei da einen Schraubzug. Ja, weil sie mir irgendwo da reinziehen ist. Mann, das ist schlecht läuft. Die würde angesaugt haben. Das ist so wie für ein Ja, die hat auch gesaugt. Nix da hat er reingebaut, würde keiner Büsche prüfen. Die Dinger müssen. Hey, du alter Schlumberer. Hau nicht nur, du alter Schlumberer. Thank you.
Maibaum wacht. Nee. Maibaum wacht und Abendsicht. Motor haben wir raus, hau. Oh Mensch. Schau mal, die Belege, die sind nur noch. Kannst du weghauen. Die sind nur noch super. Kannst du jetzt so zusammenlassen. Warte. Ich schraube so oben die vier, drei Schrauben vom Dom weg und das schmeißt man so in die Ecken. Sind noch super. Das schmeißt man so in die Ecken. ABS musst du vielleicht noch abstecken. Dann mache ich jemand meine Mann, weil meine ist erst neu. Oh, jetzt muss ich da oben wirklich die Plastikmutter aufmachen? Nee. Nee, das ist... Auf. Hä? Hä? Das habe ich mir auch gedacht. Geht's auf? Ich habe doch ein Video gemacht. Hast du mal bei Patrick den Mikro reingeguckt? Was ist BMW Kanal? Was ist das für ein Laden? Der Laden, das ist kein Laden, das ist ein Kanal. Was ist das für ein Kanal? Hältst du das schon mal? Ich hätte hier einen 13er auf mit Ratsche. Ich hab auch einen 13er auf schon. Jetzt schrauben sie alle zwei an den Dingen und. Mit dem Schlüssel steht das so dort. Ey, das geht? Ist, das ist kein Ratschenschlüssel. Ratscht du schon? Ratschst du schon oder schraubst du noch? Das ist schon mal, oder? Und die Radhaus scheint fast weg. Geht dahin? Ich weiß nicht, wo sie hin ist. Mann, die ist irgendwo der Nunde mitgeflogen. Kannst du was? Aber schau nicht hin. Ich glaube, der. Aber die. Hast du auch neue Domlager? Die sind alle schon dran. Das ist alles dran. Aber hier, das müssen wir noch behandeln. Rostigal. Da haben sie wahrscheinlich mal Batterie. Aber soll ich mal sagen, das sieht vom Zustand echt tipptopp aus. Wenn der mal. Wenn schöne Innenausstattung nur noch hat, dann voll geil. Schau mal hin. Voll die Muschelfinger-Scheiße. Ja, TÜV. Warte. Ach, das hab ich ja vergessen zu erwähnen eigentlich. Dass das ja, noch TÜV. Scheiße ist? Nee, dass er noch TÜV hat, die Karre. Sonst würden wir den ja nicht gekauft haben. Der hat noch TÜV! Das passt nicht. So, jetzt passt. Auf jeden Fall noch leichtgängig, oder? Irgendwas drückt zurück. Die kommen eh. Lange bleiben die Sättel eh nicht dran. Weil ich mit schaue, dass ich, wenn ich hinten Scheiben mache, vorne belüftet wird der Umriss. Ist viel cooler. Kann man sich wenigstens mit einem kleinen schon wie Sechszylinder fühlen. Geht das ja so? Als ganz kleiner Finger, ja, ganz ja. Kleiner fühlt sich immer wieder. Was machst du echt da? Ich bin hier drüben gerade. Oh, voll gesehen so. Ach, auch wieder Bremse runter. Ha! Ah. Ich muss erstmal meinen Spezialschraubenzieher holen. Ach, Werkzeug für. Schnackseln. Maxeln. Raxeln. Raxeln. Das ist eigentlich ein Schraubenzieher. Selber angefertigt. Ich schätze mal, das ist Bruch. Ach, Bruch und dann auch schnell. Ach ja, ich müsste ja vielleicht die Klammer auch noch drauf machen. Ja, das wäre vielleicht gar nicht so vom Vorteil. Gar nicht so vom Vorteil? Ja. Ich meine eigentlich vom Vorteil. Der liegt vorne auf dem Wegalato, auf dem. Sieht aus wie so ein Kinderbett. Tada, das Ding da vorne. Nein, das schaut aus wie so ein Krankenhaus-Kinderbett. Zack. Macht man das so? Jo, heutzutage schon. Fliegt eher so raus, gell? Ja. Mach das. Patrick? Nicht du. Du brauchst bestimmt Licht. Also, dann zeigt er immer die kleine Ratsche. Ich nehme das, was ich gerade bin. Achso. Weil ich bin über das froh, was ich habe. Also wenn du Abonnenten hast, ja, die uns Werkzeug oder die mir mal Werkzeug schenken wollen, gerne. Nimm alles an, aber nicht wenn es kaputt ist. Euer Schrottwerkzeug kann dabei.
mehr. Ich geh mal in Deckung, gell? Jo, ich geh auch gleich mal in Deckung. So schraubt man heutzutage. Schau, wie der schraubt. Sitzt du auf meinem Kumpel? Ja. Ja, das ist gar nicht so geflogen. Bisschen hänger geblieben. Was soll ich sagen? Die Bremssättel sehen auch noch besser aus, wie die, wo jetzt auf dem Kompakt sind. Hm, ich weiß auch nicht. Wo hängt denn noch? Weiß ich nicht. Ah, da ist ja Dings noch nicht abgerissen. Dann mach so wie ich, warte. Ich hab die Luft. Er hat Luft. Deswegen hab ich ja hier mit Luft und Schlüssel agiert. Er kommt mit Luft. So und hinten so. Hinten. Schau hier. Irgendwie. Jeder. Da wird jetzt den Hammer gehen. Schatz, das ist alles in meinen Hand nimmst. Jetzt hat er so einen Suit hinten reingehängt. Ein Suit? In welchen Suit hängt sie? Ja, in den Suit. Ist der Querlenker eigentlich noch gut oder so? Das ist gut. Schau mal, mal. Oder hauen wir das alles so eins und eins weg? Es kommt alles in den Schrottcontainer. Oder einer von deinen Abonnenten braucht. Ja. 20 Euro, beide. Mit Parkstelle soll ich aber. Abholung. Ich weiß nicht. Ja. Hat meine Fritte gemacht damals. Touring, weißt du noch? Ja, ich weiß. Ich brauche die ja für 30. Oh, jetzt habe ich herausgefunden, warum es das letzte Mal nicht so gut lief. Warum? Oder warum ich das Ding nicht so weit eingekriegt habe, weil das auch noch drauf war. Aha. Was? Hä? Jetzt hast du mir ein Ohr vom Kopf gesetzt, du Heinz. Karl-Heinz. Mir schreibt hier gerade. Keine Ahnung. Ich schreibe so viel, ich habe jetzt keine Zeit. Wo ist denn gerade am Bild auf der keine Zeit für euch. Hier ist sogar eine Verschleißanzeige drauf. Muss ich von mir den Gang nicht rausmachen. Hä? Ich habe die Dinge bei mir einfach. Hinten mit Kabelbinder dann gebunden und fertig. Nee, meiner bringt Fehler, sobald offen ist der Strompreis. Der Motor muss ja auch noch rein. Ja, ob er heute noch rein muss, weiß ich nicht. Aber ja, gut, wie lange dauert das morgen? Echt? Mit EWS und alles? Ich muss mir dann später gleich alles wieder parat legen, dass ich morgen nichts vergesse. Mach das mal. Na, eigentlich rein theoretisch, so wie hier die Achse da raus, halt die Stoßdämpfer tauschen. Du kannst ja ausladen schon, kann ja nicht ändern. Stoßdämpfer tauschen und dann einfach, halt Stoßdämpfer kannst du erstmal da ranhängen. Und dann. Schicken wir das. So, wie spät haben wir es eigentlich? War noch nicht so spät, eigentlich erst 6:30. Problem ist die Idee. Wäre Sommer, hätten wir jetzt das Problem nicht. Und irgendwie ist so ein hässlicher Wind. Sagt alle Peace, ich mach mal aus. Peace, bis morgen, Leute.